In diesen Tagen schauen wir in den Osten in Richtung Laos. Im südostasiatischen Land setzt sich der Alois Kessler aus Brunnen im Kanton Schweiz seit 2009 für verschiedene Hilfsprojekte ein. In diesen rund 10 Jahren ist einiges passiert und unsere Raffaella Reichlin zeigt heute im dritten Teil der vierteiligen Serie, was der Alois Kessler zusammen mit seiner Frau und seinen Freunden alles erreicht hat. Laos, ein buddhistisches Land, das immer noch kommunistisch regiert wird. Der Alois Kessler ist fasziniert von dem Land. Derartige Unterschiede, gerade in Religion und Politik, merke man aber sehr gut. Ich gehe immer mit der Gruppe auf Ubon-Ratanjani mit dem Taxi an die Grenzen auf Angtau und gehe dort zu Fuß über die Grenze. Und sage ihnen auf der Seite von Thailand, denke daran, meine Lieben, jetzt gehen wir 200 Jahre zurück. Und wenn wir über die Grenzen gehen, bist du wirklich 200 Jahre zurück. Es gäbe Sachen, die vom Westen her auf Laos gebracht worden sind und die Laoten einfach nicht gewusst haben, wie damit umgehen. Wir haben festgestellt, dass wie so Bächle links und rechts von der Straße mit Bettflaschen waren. Wir haben einfach die Bettflaschen nicht angerührt. Und dann haben wir versucht, irgendwie das Bett in den Griff zu bekommen. Man muss wissen, die Laoten haben bis jetzt alles entsorgen in der Natur. Das waren alles organische Stoffe. Da kommen wir und bringen eine Bettflasche. Wie sollen jetzt die wissen, dass wir das nicht auch wegrühren? Und dann haben wir das probiert. Und wir haben 5 Jahre gekämpft. Und ich habe effektiv gemeint, das geht nicht. Und jetzt funktioniert es. Und das ist ein riesen Erfolg. Da versucht man immer wieder, nicht Gefahr zu laufen, dass wir jetzt nicht kommen. Und ihnen unsere Kultur aufpropfen. Weil sie sollen, dürfen und müssen Laoten und Buddhisten bleiben. Wir wollen ihnen helfen, das Leben etwas angenehmer zu machen. Aber es wäre völlig falsch, unsere Kultur ihnen aufzupropfen. In den letzten Jahren hat es im kommunistischen Laos ein grosses Wirtschaftswachstum gegeben. Das Problem sei einfach, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht so stark auf die Bevölkerung übertrage und der Einzelne eigentlich nichts davon spüre. Einem sehr grossen Teil der Bevölkerung geht es heute natürlich wesentlich besser als vor 10 oder vor 20 Jahren. Es gibt auch eine gewisse Mittelklasse durchaus. Es gibt auch vermögende Leute. Aber auf dem Land leben noch sehr viele in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen nach wie vor. Und Laos gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. In den über 10 Jahren, wo sich der Alois Kessler mit seinem Verein in Laos einsetzt, hat er so einiges erreicht. Bis jetzt haben sie 8 Schulhäuser gebaut, 60 Wasserbrunnen errichtet, 10 Sportplätze saniert und sehr viele Jugendvereine unterstützt, eine Krankenstation aus dem Boden gestampft und einen massgebenden Beitrag zum Bau von einer Musikhalle geleistet, wo ein junger Laoten ermöglicht, ihre traditionellen Tänze weiterzupflegen. Seit 2009 hat der Verein rund 750'000 Dollar in Laos investieren. Wenn man das alles so hört, meint man, das könnte einem schon ein bisschen stolz machen. Es macht mich zufrieden und auf eine Art ein bisschen glücklich, weil ich das Gefühl habe, was ich hier in der Schweiz erleben durfte, weil ich hier geboren bin, kann ich jetzt ein bisschen durchgeben an jemanden, der vielleicht nicht so Glück hat, weil er zu Laos geboren ist. Aber stolz ist das nicht. Von den Laoten haben die Kesslers schon manches Dankeschön bekommen. Auch in Form von vielen verschiedenen Geschenken. Ich denke, man kann ihnen helfen, man kann etwas machen, sei es ein Schulhaus oder ein Fußballplatz oder was, oder eine Wasserbohrung. Aber immer denke ich auch, sie müssen lernen, selber mit dem umzugehen. Und selber auch vielleicht lernen, mit der Zeit so Projekte selber in die Hand zu nehmen. Und das, finde ich, sollte man ihnen vermitteln können. Wenn ich die Veränderungen und die Erfolge sehe, dann kommt bei mir auf der einen Seite eine grosse Freude auf. Aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Angst. Die Angst vor der Nachhaltigkeit. Was passiert, wenn wir nicht mehr rum sind? Geht es dann im gleichen Stil weiter? Haben wir den Ball, den wir angerollt haben, rollt er auch ohne uns weiter? Oder wenn wir nicht mehr da sind, rollt er einfach nicht mehr? Also für mich ist Freude und Angst beieinander.
Ich glaube, wir haben vor allem die Schulinfrastruktur verbessern. Wir haben die Lebensqualität durch die Wasserbrunnen und so weiter verbessern. Und wir haben, ich meine, dazu beitragen können, dass die Leute in Laos nun auch wissen, was die Schweiz ist. Der Alois Kessler ist übrigens auch heute im Einsatz für Laos, und zwar am Anlass Brunnen kocht. Dort hat er zusammen mit seiner Familie seit ein paar Jahren Stand und zeigt den Schweizer, was Laos so kulinarisch zu bieten hat. Und wir zeigen Ihnen das morgen, wie das zu und her geht am Brunnen kocht, in unserem vierten Teil der Serie.